Ich da starte, muss ich noch den klappen. Jetzt Aussehen der Charaktere ändern. Yay, das kommt natürlich bei mir ein bisschen spät. Andere haben das Spiel schon so durchgespielt. Du kannst jetzt das Aussehen von Clive und seinen Gefährten wechseln. Aktiviere Arretastein des Verstecks, um diese neue Funktion auszuprobieren. So, neuer Auftrag, Echos der Gefallenen. Ein Auftrag der Erweiterung Echos of the Fallen ist jetzt verfügbar. Sprich mit Charon im Versteck und wähle die Option Echos der Gefallenen aus, um ihn zu beginnen. Ja. Eines Tages. Ich schwöre, eines Tages werde ich es sein, der dich unter den Tisch trinkt. Wenn du mit unter den Tisch trinken mir auf die Stiefel kotzen meinst, dann hättest du es gestern fast geschafft. Haha, du hältst dich für so lustig. Warte nur, bis wir die Pulle öffnen, die ich in deinem Zimmer gelassen habe. Das Zeug brennt selbst deinem Behemoth die Hörner weg. Klingt wieder nach neuen Stiefeln. Den zweiten Run werden wir auch hier wieder auf Japanisch stellen, ne? Einfach nur, weil... Wären die Hauptsprecher nicht so verdammt gut, also ich mag ja Clives Sprecher. Wie gesagt, wären die nicht so gut gewesen, ich hätte schon vorher auf Japanisch gestellt, ne? Weil... Arretastein, da können wir jetzt das Outfit wechseln. Wähle die Option Aussehen am Arretastein, um das Aussehen von Clive und seinen Gefährten zu ändern. Auch das Aussehen von Clives Waffe kann mit dem einer anderen Waffe aus deiner Sammlung getauscht werden, ohne deren Werte zu beeinflussen. Ja, Clive. Jill. Oh, ich muss sagen, das zweite Outfit, da sieht man den an, wessen Bestie in den schlummert, also welche Esper in den schlummert, Shiva und... Ifrit. Bei ihm sieht man auch den Phönix. Torgal. Ambrosia. Sarisch Gold. Geil. Ja, aber wir haben doch schon das geilste Schwert. Aber Flammenzunge wäre auch cool. Also Ragnarök, die haben wir.
Aber ich muss sagen, so ein Schwert aus Feuer wäre schon geil, ne? So ein feuriges Schwert, dass man halt... Invictus, das ist eine Standardwaffe. Komm, nehmen wir Flammenzunge, ne? Da sind wir komplett. Schleder. Das verschafft mir die Ehre. Ich war schon lange nicht mehr hier. Was willst du? Was mich ja total irritiert ist, dass die meisten Schwerter so plus 1. Weiter ging's nicht. Habe ich so das Gefühl, da fehlt doch was. Und? Als hätte man so gedacht, ja, wir wollen ein Upgrade-System für die Waffen schaffen und hören dann mittendrin auf. Und es passiert schon nicht. Aber komm, starten wir mal die Mission. Die Zeiten sind hart. Deck dich ein, solange du kannst. Beschäftigt dich irgendetwas, Karin? Du scheinst beunruhigt. Ach, tue ich das? Du beobachtest mich doch nicht etwa, oder? Aber wo du schon fragst. Ja, es gibt da eine Sache, auf die ich mir einfach keinen Reim machen kann. Erzähl. Ich glaube, es ist wohl einfacher, wenn ich ihn dir zeige. Hier. Eine Art Kristall. Allerdings ist mir einer in der Farbe bisher noch nicht begegnet. Und damit wären wir schon zwei. In all meinen Jahren in diesem Geschäft, anständig und unanständig, habe ich so etwas wirklich noch nie gesehen. Sie heißen wohl Dämmerkristalle. Wegen der Farbe, denke ich. Verstehe. Eignen sie sich auch für Magie? Das tun sie. Ganz genau wie die normalen, helleren Kristalle. Dummerweise halten sie nur nicht so lang. Zünde ein paar Mal deine Pfeife mit einem an und er zerbricht dir praktisch in der Hand. Deswegen habe ich auch von ihnen gehört. Ein paar Schmuggler haben sich beschwert, dass irgendwer den Markt mit minderwertiger Ware überschwemmt. Und nachdem ich den richtigen Leuten die richtigen Fragen gestellt und den richtigen Preis gezahlt hatte, natürlich, konnte ich endlich ein Exemplar auftreiben. Kein Wunder, dass du dir Sorgen machst. Was zum... Spürst du das auch, Clive? Ja. Währenddessen. Irgendwo in Rosaria. Na gut, Jungs, das reicht dann für heute. Ich sagte doch, das reicht für heute. Verstanden. Verstanden. Bringen wir die Dinger in die Stadt und füllen uns die Taschen und die Bäuche. Was habt ihr denn jetzt angestellt? Haben wir noch eine andere Laterne? Bleibt ruhig, ihr beiden. Es geht auch ohne. Wir haben ja die hier.
So viel Arbeit für einen einzigen Funken. Tja, wir vergreifen uns besser nicht weiter an unserer Ware. Das klang ganz schön nah, oder? Wirklich nah. Wirklich, wirklich nah. Hey Jungs, ich hab euch schon so oft gesagt, das Glück findet ein jeder, der rennt. Warte auf uns! Die haben etwas Böses geweckt. Oh nein, ich weiß, was das ist. Ich weiß, wer das ist. Den gab's schon in Final Fantasy 1 und der hat uns da die Hölle heiß gemacht. Den gibt's auch in Final Fantasy 14. In Final Fantasy 13. Hier in der Gegend habe ich 2 hatte er auch einen Auftritt. Ja, als ich auch nicht. Spezial-DLC-Boss. Andererseits habe ich bis vor ein paar Monaten auch noch nie so einen Himmel wie jetzt gesehen. Heutzutage muss man wohl mit allem rechnen. Mehr verrate ich nicht. Aber man hat es ja gesehen, da wie das ist. Da fällt mir ein, das erste Mal sind diese Dämmerkristalle halt aufgetaucht, nachdem ihr aus dem Dominium zurückgekommen seid und dieses grässliche Wetter mitgebracht habt. Glaubst du, da besteht eine Verbindung? Wer weiß. Vielleicht gab es nach der Zerstörung von Drachenschweif einfach nicht mehr genug brauchbare Kristalle für den Schwarzmarkt. Schließlich waren die Minen des Dominiums die letzte Quelle für frische Splitter in ganz Stürm, weil ein gewisser Geächteter leider alle anderen Mutterkristalle kaputt gemacht hat. Und da die Preise für ordentliche Kristalle durch die Decke gegangen sind, bieten die Händler jetzt eben auch Ware an, die sich früher niemals verkauft hätte. Dann bleibt noch die Frage, wer die Kristalle auf den Markt gebracht hat und wo sie her... Moment, diese Farbe, sie stammt doch nicht etwa von Ursprung, oder? Nein, das kann nicht sein. Ich habe dessen Entstehung ja mit eigenen Augen gesehen und das war lange nach unserer Rückkehr aus dem Dominium. Aber wenn die Splitter nicht von Ursprung oder einem der anderen Mutterkristalle kommen, dann heißt das ja... Dass ihr einen übersehen habt? Ja, das war jedenfalls auch mein Gedanke. Ein Mutterkristall, von dem wir bisher noch nichts wussten. Ich werde mit Joshua sprechen. Wenn du recht hast, müssen wir ihn finden. Und zwar schnell. Ich denke, es wird das Beste sein, wenn ich den Splitter gleich rüber zu Harpo bringe. Er soll ihn sich mal ansehen. Vielleicht weiß er ja mehr darüber. Stimmt. Danke. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass du Jills Hilfe auch in Anspruch nehmen möchtest? Stimmt auch. Ja, dann hole ich jetzt Joshua und wir treffen euch im Archiv. Echos der Gefallenen. Ein dunkler Kristall. Wow, wir kriegen gleich eine Trophäe, ne? Die Leute von Echos der Gefallenen sind mit dem Symbol markiert. Nach Annahme des Auftrags findest du die damit verbundenen Aufgaben in der Aufgabenliste auf der rechten Seite des Bildschirms. Sie werden vorübergehend anstelle der Aufgaben des Hauptauftrags angezeigt. Ich habe nur Angst, dass wir mit dem DLC zu früh fertig sind und dann wir auf das nächste DLC warten, das natürlich erst in 2 Tagen ist. Aber falls wir damit doch sehr, sehr früh fertig werden, also ich weiß ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es geht, DLCs sind meistens immer kurz. Finde ich auch nicht so schlimm, weil das war jetzt auch nicht so teuer. Warte mal, was habe ich dafür gezahlt? 30 für beide? Annahme des Auftrags findet die Aufgaben in der Aufgabenliste auf der rechten Seite des Bildschirms. Sie werden vorübergehend anstelle der Aufgaben des Hauptauftrags angezeigt. Priorisiere die Echos. Wenn du zurück zu den Aufgaben des Hauptauftrags wechseln möchtest, kannst du sie dir im Hauptmenü unter dem Reiter Journal wieder anzeigen lassen. Back to their original.
Will ich aber nicht. Ich will ja dieses DLC machen. Joshua, wir müssen reden. Charon ist einer Sache auf die Spur gekommen, die wir uns näher ansehen sollten. Das ist beunruhigend. Zumal die Ewigen in keinem ihrer jüngsten Berichte auch nur ein einziges Wort über diese Dämmerkristalle verloren haben. Also wusste der Orden auch nichts von ihnen. Vielleicht. Oder sie erachteten diese Kristalle schlicht nicht als wichtig genug, um mich damit zu behelligen. Fälschlicherweise würde ich sagen, denn ich bin geneigt, Charons Sorgen zu teilen. Dann folgen wir besser ihrem Rat und sprechen unverzüglich mit Harpokrates. Auf ins Archiv also. Zusammen sollten wir doch in der Lage sein, ein wenig Licht in die Angelegenheit zu bringen. Falls was an den Gerüchten dran sein sollte mit dem Remake zu Final Fantasy IX. Ich denke mal, entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Also ich schätze mal, wenn es soweit ist, dann wird es wirklich nächstes Jahr soweit. Werden bald Infos bekommen. Ich war so frei und habe den beiden schon alles erzählt, was ich weiß. Danke, Charon. Kaum zu glauben, dass man mit so einem seltsamen Kristall überhaupt Magie zustande bringt. Und ihr denkt wirklich, dass er von einem Mutterkristall stammt? Einem, von dem wir bisher nichts wussten? Zumindest war das sonst immer der Fall. Warum sollte es bei diesen Dämmerkristallen anders sein? Nur, weil sie ein wenig dunkler sind. Wir wissen also, dass sie das erste Mal auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht sind, kurz nachdem Ultima Primogenesis beschworen und dabei den Himmel verdunkelt hat. Könnte da tatsächlich ein Zusammenhang bestehen? Vielleicht hat er im Zuge dessen auch einen neuen Mutterkristall erschaffen. Als Ersatz für jene, die wir zerstört haben. Was meint ihr, Harpokrates? Eine gewisse Verbindung halte ich für wahrscheinlich. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass Ultima auch die ursprünglichen Mutterkristalle erschaffen hat, welchen Nutzen sollte dann eine derart minderwertige Imitation für ihn haben? Nein. Ich denke, diese Kristalle wurden nicht von Ultima, sondern von Menschenhand geschaffen. Um genau zu sein, von den Gefallenen, deren Ruinen immer noch in ganz Valestea verstreut sind. Die Legenden besagen, dass die Gefallenen die Götter herausforderten, um deren Macht für sich zu erlangen, und dass sie ihr Ziel um ein Haar erreicht hätten. Es erscheint nur logisch, dass sie die Geheimnisse jener Kristalle ergründen wollten, mit denen die Götter sie einst gesegnet hatten. Damit sie ihre eigenen erschaffen können. Ganz recht. Vielleicht erinnert ihr euch, dass die Legende der Sünden von Semekis mit der Zusammenkunft der Weisen beginnt. Ein Rat, der die letzten Geheimnisse der Götter entschlüsseln sollte, bevor die Menschheit auszog, um sie ihnen schlichtweg zu entreißen. Es ist durchaus möglich, dass die Entdeckung der Methode zur Erschaffung von Kristallen einer ihrer Erfolge war. Einer ihrer Erfolge, bevor sie fielen. In der Tat, jene Erleuchteten schufen auch mächtige Waffen, welche sie Esperklasten nannten. Unser Name für die Esper leitet sich übrigens von eben diesem Wort ab. Schließlich hetzten die Gefallenen ihre furchterregenden Schöpfungen im Magitek-Krieg aufeinander. Ein sinnloser Konflikt, der die Sieger nur noch inniger daran glauben ließ, dass sie den Platz der Götter einnehmen sollten. Und als sie schlussendlich genau das versuchten, soll das daraus resultierende Ungleichgewicht des Äthers so gewaltig gewesen sein, dass der Himmel sich verdunkelte und förmlich zu brodeln begann. Das dürfte die erste schriftlich erwähnte Arke gewesen sein. Was uns zurück zu unseren Dämmerkristallen führt. Ich vermute, dass diese Splitter von einem lange Zeit inaktiven Magitek-Mutterkristall stammen. Eine ähnliche Störung der Ätherverhältnisse, wie sie während des Falls seiner Erschaffer aufgetreten ist, könnte ihn wiedererweckt haben. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir machen erst den Verkäufer ausfindig, dann den Ursprung seiner Ware. Charon, wo hast du diesen hier gekauft? Den habe ich in Portisolde entdeckt, als ich nach Vorräten gesucht habe. Seit die Kaiserlichen den Abgang gemacht haben und ihre Abgabengeschichte sind, findet man im Hafen eine ganze Menge interessantes Zeug.
Rede mal mit den Söldnern, die die Tore bewachen. Dein Onkel hat da ein paar gute Männer gefunden, die wissen, wann sie genauer hinschauen müssen und wann nicht. Ach, und nimm den Kristall mit. Der könnte deine Eintrittskarte zur Unterwelt sein. Danke, das werde ich. Wollen wir dann, Clive? Ich komme auch mit. Sollte es wirklich noch einen Mutterkristall geben, werdet ihr unseren bisherigen Erfahrungen nach jede Hilfe gebrauchen können. Darauf hatte ich gehofft. Na dann, auf ein neues. Alle zusammen. Ja, dann auf nach Port Isolde, ne? Wir haben ja... Können wir nicht einfach Schnellreise machen jetzt? Weltkarte öffnen. Ja, Port Isolde. Können wir doch Schnellreise machen. Da ist Port Isolde. Let's go. Reisen wir dahin. Aber wie gesagt, das könnte wirklich ein schnelles DLC werden, ne? Klappe zu und rennen! Haben wir den wohl kennen? Verdammter Mist! Die sind vielleicht flink. Was geht denn hier vor sich? Ja, merkwürdig. Fragen wir nach. Wollen wir. Ups. Ja, ich bin noch. Meine Cam ist gerade noch so drüber. Torwache. Ein Schlüsselmoment in Echoes of the Fallen wurde erreicht. Ab diesem Punkt wirst du nicht mehr zurückkehren können. Ja, wir wollen sowieso rein. Let's go. Entschuldige. Wer waren diese Männer eben? Elende Unruhestifter waren das. Als ich ihnen gesagt habe, dass wir ihr Gepäck kontrollieren müssen, sind sie ganz bleich geworden und haben die Beine in die Hand genommen. Natürlich bin ich ihnen sofort hinterhergerannt, aber ich habe sie nicht erwischt. Naja, wenigstens haben wir die Kerle jetzt nicht in der Stadt. Ich habe wirklich die Nase voll von Gesindel, das ständig nur Probleme macht. Und um was für eine Art von Problemen handelt es sich dabei genau? Hm? Macht ihr Witze? Den ganzen Ärger mit den Kristallen meine ich natürlich. Tut uns leid, wir waren länger verreist. Was ist denn los? Na schön. Also, die Kaiserlichen haben nicht gerade viele Kristalle dagelassen. Als die aufgebraucht waren, wurde hier auf einmal ganz offen mit Splittern gehandelt. Erst haben wir einfach weggeschaut. Befehl von Lord Byron. Der war nämlich der Meinung, dass wir den Leuten nicht auch noch das letzte bisschen Hoffnung nehmen sollten. Jedenfalls bis die Windeier aufgetaucht sind. Dämmerkristalle heißen sie. Hässliche Splitter, die schon zerbrochen sind, wenn man sie auch nur schräg angeguckt hat. Erst wussten die Leute natürlich nichts davon und haben Berge von den Dingern gekauft. Das war vielleicht ein Theater, als es rauskam. An dem Punkt musste Lord Byron einschreiten und hat den Handel mit den Kristallen hier in der Stadt verboten. Seitdem durchsuchen wir das Gepäck von jedem Händler, der durch unser Tor will. Aha. Und die Männer eben könnten diejenigen sein, die diese Dämmerkristalle verkaufen? Warum? Wollt ihr etwa welche? Ach, egal. Gut möglich, dass sie es sind. Eigentlich würde ich sogar darauf wetten. Vielleicht können wir sie noch einholen. Ja, vielleicht. In dem Fall haltet ihr besser eure Waffen bereit. Heutzutage machen nicht nur verdächtige Händler die Straßen unsicher. Verstanden. Wir werden aufpassen. Wenn diese Männer wirklich Dämmerkristalle verkauft haben, werden sie weitere Besuche in Port Isolde vermutlich nicht riskieren. Also könnte jetzt unsere einzige Gelegenheit sein, sie zu fassen.